Ich fühle mich wie ein Schwein. Hübsch machen, warte mal. Ja, guck mal. Ja, so. Ja, ja. Gut. Und? Ich auch. Ja. Und erzähl du erst deine Variante und dann erzähl ich meine Variante. So ist das bei mir. Für dich soll's rote Rosen regnen. Da kann ich mir noch ein Bier holen, erzählt sie mir. So, wenn sie sagen würde, ich würde gerne mit dir morgen Abend mal zur Eheberatung. Du, da geh ich ja mal in die Kneipe. Und wenn die gut aussieht, die Frau. Ja, du kannst doch mal tauschen, oder? Darf ich ihre Füße küssen? Darf ich ihre Hand massieren? Darf ich sie bitte nie verlieren? Und ich hole mir noch Papieren. Also jetzt, wo ich anfange, die Geschichte mit dem Lesbisch zu erzählen, kommt er ins Schwitzen. Du hast noch ein zweites T-Shirt hier. Oh je. Yeah. Ja. Ja, ja. Dann zieh's mal ruhig an. Ach so, das will ich mal ganz ehrlich beantworten. Lass doch mal ihn bitte sagen, ja, ob er nochmal neu anfangen soll. Willst du erst antworten? Nee, nee, mach du mal. Naja, das ist ein alter Pariser. Es gibt also bei Männern keine Fairness. Sie sind alles irgendwo Lügner. Sie wollen dich ins Bett haben, dann wollen sie ihren Spaß haben und ansonsten keine Verantwortung. Schluss aus. Wollen wir nicht Schluss machen, dass wir ins Bett gehen können? Und dadurch, dass ich immer gut gesattelt habe, sind wir heute noch zusammen. Bellmann! Unmöglich, der Kerl. Hallo? Mein Auto ist wohl fertig. Lass ihn erzählen. Ich wollte gar nicht erzählen, ich musste mich erst mal orientieren. Dann darf ich jetzt, ja. Können wir uns mal streiten? Nein. Aber ich hätte dich auch genommen, wenn du lesbisch gewesen wärst. Du hast mir es ja manchmal unterstellt. Ja. Guck ich bitte mal an. Ich liebe Menschen und dich am meisten. Nichts Größeres für Trüge, nur das Klugreden glücklich macht, ist eine schöne Lüge. Du, 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 du